Einen wunderschönen guten Tag, Herr Couchos, zu einer neuen Folge Crazy Machines 3. Ja, es ist jetzt schon ein wenig her, dass die letzte Folge kam, aber tatsächlich kam ich einfach nicht dazu. Unter der Woche, wisst ihr, ist bei mir schwer und an den Wochenenden fehlte mir die letzte Zeit ab und zu so ein bisschen die Motivation. Und ja, jetzt ist es soweit. Es geht weiter und wir schauen mal hier rein, was uns die Intelligenzbestie bringt. Davor kann ich noch kurz zeigen, es gibt jetzt eine neue Kampagne. Das hier ist ja das, was wir aktuell spielen. Und es gibt jetzt hier die Creepy Horror Physics Show. Also, neben den ganzen Workshop-Dingern, die ich mir angucken könnte, wenn ich dann mal so weit bin, gibt es jetzt sogar noch eine neue Kampagne. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Intelligenzbestie rein. Da fällt mir gerade was ein. Moment, ich weiß jetzt nicht, ob hier ein Cut kommt. Seht ihr dann. So, ich vermute, da war jetzt ein Cut, nur beim letzten Mal. Ich weiß nicht, bei was es war. Eher bei Culling habe ich ja irgendein Mikrofonproblem gehabt und das wollte ich jetzt kurz überprüfen, dass dem dieses Mal nicht der Fall ist. Da ich heute noch nicht im Teamspeak war, beziehungsweise im Discord, hatte ich noch keine Kontrolle darüber, ob mein Mikro normal funktionierte oder irgendwie oder dieses komische Geräusch drin war. So, 61, warten auf das Zeichen. So ein Schwächling. Der Nachbar scheint kurz vor der Aufgabe zu sein. Er hat mir ein Geschenk geschickt, das hinter diesem Tor steht. Wirf die Fackel in die Feuerschale als Zeichen, das Tor zu öffnen. Okay. So, was haben wir? Was passiert denn, wenn ich nichts mache? Der Ball hier fällt runter, okay. Der Ball wird auf den Truck fallen müssen. Dann fährt er hier gegen, das Ding rollt hier runter. So, würde ich jetzt einfach mal sagen, der haut da dagegen, das Ding ist da. Dann setzen wir hier eine Kiste drauf. Das hier vermisse ich noch, ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Förderband mit Kabel haben wir hier noch eins. Eine Zahnstange. Erstmal gucken, ob das hier unten soweit klappt. Nee. Doch. Ah. Moment. Okay, die gehen hier weg. Dann haut das Ding hier weg. Dann brauche ich vermutlich hier ein Förderband. Nee. Moment. Brauche ich hier das Förderband? Macht das Sinn eigentlich nicht, oder? Das Ding wird ja niemals das Ding nach hier oben stoßen. Oder? Ja, das habe ich mir gedacht. Aber ich meine, das Ding muss ich hier irgendwie... So vielleicht. Dann habe ich hier noch diese Zahnstange. Ich kann Sachen ja nicht drehen oder so. Ich habe schon wieder vergessen, wo die Dinger hier ineinander greifen. So. Achso, und dann wahrscheinlich... So wahrscheinlich. Was anderes wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Achso, wir sollten hier ein bisschen nach unten gehen, dass wir es uns auch angucken können. Also das müsste jetzt das hier auslösen. Das klopft da drauf. Ja. Ich dachte schon, es wäre verbuggt. So, das haut jetzt das Ding weg. Dadurch kann das runtergehen und... Ich muss das Ding höher ansetzen. Ne, Zeitraffer würde... Achso, doch, ich hätte Zeit... Ja, gut.
Diese blöde Kiste, die dir so komisch hängt, die musste ich mir jetzt nicht unbedingt, oder müssen wir uns nicht nochmal angucken. Hier ist jetzt eigentlich irgendwo das Tor auf. Ah, da geht das Tor auf. Creep. Okay, aus irgendeinem Grund habe ich jetzt die Creepy Horror Physics Show freigeschaltet. Als Achievement, warum auch immer. So, Mythologie. Meine Mythologie-Experimente waren sehr erfolgreich. Okay, vielleicht etwas zu erfolgreich. Wie auch immer. Es wäre besser, den Kopf der Schlangen-Lady daran zu hindern, Clumsy zu versteinern. Okay, holy shit, was hab... Ach du mein... Was passiert eigentlich? Okay, wenn Clumsy da ankommt und... Dann ist vorbei. Okay. Also, ich habe hier eine Hand, die irgendwas schlägt. Ich habe hier einen Balken mit Seilöse, also der fällt runter. Ich habe einen Hebelschalter. Ist der wirklich unten? Der ist unten. Okay. Kann ich hier eigentlich sortieren? Ne, kann ich nicht. Ich habe elektrische Motoren. Ich habe einen Föhn. Ich habe eine Laserkanone. Die Laserkanone wird ja vermutlich... Okay, ne, wird nicht da drauf schießen. Hier haben wir noch einen Spiegel, der nach unten... Ja, ne, nach unten ist relativ. Und ich habe zwei Seile. Was passierte am Anfang? Nicht wirklich viel. Da haben wir Strom. Da habe ich irgendwas, was Strom gibt. Okay, vermutlich den anderen. Warum gehen die dieselbe Richtung? Da haben wir ihn. Wenn ich immer wieder denselben nehme, ist auch klar, dass sie in dieselbe Richtung gehen. So, erstmal gucken, was jetzt passiert. Also prinzipiell würde ich sagen, es ist erfolgreich, weil das Ding kann sich nicht mehr drehen. Ja, okay. Aber Spaß beiseite, wir müssen noch irgendwas anderes machen. So, hier kann ich an dem Ding drehen. Hier habe ich nur ein Zahnrad. Ich werde irgendwie mit dem Laser... Alter. Wo kann ich denn das Ding hinstellen überhaupt? Okay, ich weiß noch nicht, wo ich das Ding hinstellen kann. Mal kurz gucken, passiert hier irgendwas? Ne, da passiert nicht wirklich was. Ich meine, ich drehe das Ding hier los, aber... Ach, Moment, hier. Was macht das? Okay. Das ist doch schon mal gut. Passiert eigentlich hier hinten mit dem Basketball was? Ja, prinzipiell passiert hier hinten mit dem Basketball was, aber was soll das? Das bringt nichts. Ich meine, ich habe hier noch... Da fällt die Kugel doch drauf, oder? War das so? Genau, dann liefert das Ding hier jetzt auch Strom. Ach, hier kann ich den Laser hinstellen. Okay. Was bringt es mir, hier ein Seil zu spannen? Da nach da und da nach da. Das bringt aber doch auch nichts, oder? Ist das irgendwas? Doch! WTF. Okay, da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Dass das Ding hier reflektiert. Moment. So. Ich
habe noch das Ding hier. Und ich habe noch das Ding hier. Das Ding wird dagegen hauen. Aber was muss ich denn noch mit... Ja, stimmt, ich habe den Föhn habe ich hier noch. Aber warum? Also... Was genau bringt mir das hier? Muss ich das hier vielleicht verzögern? Moment mal, das könnte sein. Ich muss das hier verzögern. Ha! Alles klar. Alles klar. Das war. Also, ich konnte mir einfach nicht erklären, wofür das ist. Dabei war es eigentlich ja logisch, dass wenn ich schon diese Faust habe oder den Handschuh, der nach oben schlägt und ich habe so ein Ding, dass das irgendwie zusammengehören muss. Entschuldigung, ich wollte in die nächste Mission gehen. 63, das Blitzzepter. Man sagt, dass epische Dinge passieren werden, wenn 4 Blitze das Zepter dieser mächtigen Statue treffen. Das muss ich sehen. Okay, so passiert erstmal gar nichts. Ich habe das Ding hier. Ich habe einen Luftballon. Und ich habe dieses Ding. Ich weiß noch nicht, was es mir bringen soll. Gar nichts. So, wie aktiviere ich das hier? Kann ich das runter... Ne, hä, das... Schade. Warum geht der nicht an dem Ding da vorbei? Ach. Verstehe nicht, warum er den Knopf hier nicht drückt, muss ich gestehen. So. Moment. Okay. Okay. Irgendwie habe ich das. Dass das Ding hier nur dafür da ist, um auf den Knopf zu drücken, war irgendwie so. Da hatte ich nicht mit gerechnet. Oh lol. Überhaupt da. Ach. Moment, das war, glaube ich, ich habe es falsch gemacht. Aber es ist gelöst, von daher alles gut. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Meister der Fotografie. Ich weiß nicht wieso, aber immer, wenn ich versuche, ein Foto zu schießen, sieht es verwackelt aus. Am Ende sind 90% meiner Bilder verwackelt, auch wenn ich die Kamera festmache. Mach mal besser gleich 10 Fotos. Oh, holy shit. What? Was genau ist jetzt der Plan?
Jetzt im Ernst, was genau ist jetzt der Plan? Kann ich mit dem Laser, nur um es mal kurz zu testen, den Fotoapparat auslösen? Und ich kann es auch ganz bisschen nach vorne ziehen. Ach so. Ah. Hahaha. Okay. Jetzt habe ich es geschnallt. Ich dachte, die Kugel muss da drauf fallen. Die Kugel wird dann hier einmal durch und dann rollst du da wieder durch und immer löst das Ding hier aus. Soweit habe ich es jetzt verstanden. Aber wie treffe ich jetzt das Ding hier? Muss gerade erstmal gucken, dass ich überhaupt bis dahin durchkomme. Ach Moment, wartet mal. Hier habe ich auch so ein Ding noch. Ich muss gerade erstmal schauen, dass ich das Ding einmal zumindest auslöse. Okay. Jetzt muss ich den Laserstrahl irgendwie 10-mal unterbrechen. Wobei, ich habe 2 Kugeln. Heißt, ich könnte hier... Muss jetzt trotzdem noch irgendwie einmal die Kugel hier runterrollen lassen. Die blockieren sich da sogar gegenseitig. So, jetzt könnte ich eventuell, wenn ich Glück habe, noch 2-mal. 3 Fotos oder so schaffe ich so. Das ist irgendwie nicht, dass ich nicht das, was ich vorhabe. Moment, ich kann den nochmal nach unten leiten. Ich habe ja immer noch meine beiden Prismen, wobei das Ding hier... Ich muss den Ball da ja auch irgendwie reinbekommen, ist das Problem, das ich habe. Was, wie genau kann ich denn mit dem Prisma eigentlich? Ich meine, ich habe ja mit dem Prisma schon mal hier gearbeitet, aber... Ich bekomme doch auch nur einen Strahl damit hin. Gut, da hängt das Ding sowieso fest. Gottes Willen, ne. Ich denke ja, dass ich das Ding irgendwie hier so durchbekommen muss. Also so hier, so da durch, genau. Aber auf der anderen Seite, wenn ich... Das ist zwar schön und gut, wenn ich den Laser hier so durchbekomme, aber... Ich muss doch auch noch... Nein, das war nicht der Plan. Man irgendwie, ich kann ja hier auch nichts wirklich reinsetzen, weil wenn ich hier was reinsetze, laufen die Bälle da ja nicht mehr durch. Das ist ja auch nicht das Rätsels Lösung. Um Gottes Willen, ey. Also erstmal brauche ich hier. Ich muss ja hier irgendwie wieder den Detektor bekommen. Das Ding hier habe ich noch, das darf ich irgendwie nicht vergessen. Dann würde ich auch sagen, ich muss ja die andere Kugel auch noch irgendwie hier reinbekommen. Heißt, ich brauche da irgendwie auf jeden Fall ein Prisma. Kann ich den Laserstrahl da durch... Geht das? Fürchte nicht.
kann den Laserstrahl hier nicht komplett durchhauen. Das war gerade so ein bisschen meine Hoffnung, ich kann ihn hier durchhauen, dann geht er da vielleicht wieder und... Aber das funktioniert nicht. Was habe ich denn noch für eine Chance? Ich meine, ich muss den Laserstrahl irgendwo hier doch durchbringen. Ansonsten habe ich doch keine Chance. Kann ich den hier unten noch ein bisschen hin und her laufen lassen, dass der hier unten die Kugeln dann da durchlaufen? Und den nochmal unterbrechen. Wenn ich hier irgendwie mit Prismen arbeite. Ja, Quatsch. Was bringt es mir, wenn ich hier jetzt mit Prismen arbeite? Da habe ich doch auch nichts gewonnen. Kann ich das Ding da noch reinbringen, nach da? Toll, das bringt nicht mal was. Da ist das Ding nicht lang genug weg. Ich kann noch zweimal den Strahl nach oben bringen. Nee, und noch einmal nach unten. Oh lol. Oh shit. Moment. Moment. Moment, 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 Moment. Das hier. Stopp, 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 stopp. Irgendwas ist gerade... Das Ding habe ich ja auch noch. Ja, so kann ich das Ding auf jeden Fall hier mehrfach unterbrechen. Hier muss ich noch gucken, dass die dann nicht gleichzeitig aufkommen, aber das kann ich ja mit Sicherheit noch regulieren. So. Moment, nee, da brauche ich den Prisma. Hier brauche ich den Laserstrahl. Ich muss gerade erst noch mal gucken, wie ich hier... Okay. Ich kann hiermit ja auch nach unten gehen. Dann habe ich hier oben ein bisschen mehr Platz. Hier ein bisschen besser hantieren. Ist doch Schwachsinn, ich muss hier rein, ich muss da ja drauf treffen. Gott, ich bin gerade zu blöd. Außerdem, nein, ich muss ja hier drüben irgendwie hin. Macht alles gerade keinen Sinn. Thank you.
Ich muss. Das ist das Problem, dass ich diese blöde Kugel hier noch rüber bekommen muss, irgendwie. Das macht mich ein bisschen fertig. Stopp. Ich das Ding vielleicht nehme und das. Nein, bitte drin bleiben, Strom. Ach nein, ich darf das ja nicht verwenden. Wo mache ich denn aktuell noch den Denkfehler gerade? Nee, das ist genau falsch rum. Und wenn ich jetzt das mache, dann fällt er da wieder. Doch, da fällt er immer noch durch, aber. Ich kann mit dem Prisma nicht vernünftig arbeiten. Ich bin gerade zu blöd für den Prisma, ey. Für das Prisma, Entschuldigung. Das hier ist klar. Hier kann ich auch nichts anderes machen. Ich kann hier, könnte ich noch ein bisschen variieren. Ich brauche hier oben die Kante von einem Prisma, damit. Das hier klappt wunderbar. Ich würde locker 10-mal den Auslöser drücken. Aber ich bekomme gerade das Licht nicht mehr hier hin. Das darf doch nicht wahr sein. Das hier geht nicht anders, oder? Ach, Quatsch. Das ist der einzige Weg, hier durchzukommen. Kann ich den vielleicht doch. Ja, aber wenn ich mit dem Prisma hier nicht arbeite. Ich muss hier oben den Prisma haben. Geht nicht anders. Das. Ach, warum sage ich. Ihr wisst, was ich meine. Das hier bringt einfach nichts. Ich bekomme die Arbeit mit dem Prisma gerade nicht hin. Ich muss in die andere Richtung gehen mit dem, aber. Was? Nee, aber das funktioniert ja wieder nicht. Oder? Ja, doch, das könnte so funktionieren. Oh! Jetzt hier wieder den richtigen Punkt zu treffen. Ja, Quatsch. Ich sollte runtergehen damit. Das war schlecht. Warum komme ich denn jetzt hier nicht mehr durch? Boah, wirklich jetzt? Schaffe ich es hier gerade nicht mehr durchzukommen. Ah! Wenn ich jetzt nochmal nach. Ach ja, vor allem kommt der Ball hier nicht mehr vorbei. Kann nicht sein. Ist das jetzt die Protection dafür, dass man das eben nicht so macht? Dass ich. Ja, jetzt bin ich schon wieder zu weit.
Da waren wir ein bisschen fertig. Ich komme da nicht durch. Glaubt ihr, ich schaff das? Gibt's doch nicht. Und darin ändere ich, dadurch ändere ich. Das Lustige ist, wenn der hier runterfällt, in dem Moment, in dem er hier einen Ticken Mikrometer höher ist, ist alles kein Problem. Aber in dem Moment, in dem ich da was verändere, also in dem er das Ding nach oben geht, trifft er hier noch? Ne, da trifft er gar nicht mehr. Gott, Leute, wir haben hier jetzt schon eine halbe Stunde, die ich mich in dieser Folge hier rumquäle, weil ich hier zu blöd bin. Oh. Okay, nehmen wir doch mal wieder das Ding. Aber nur um zu gucken, dass ich das Ding da wieder durchbekomme. Ja, so habe ich halt echt kein Problem damit. So bekomme ich instant das Ding da wieder durch. Ich muss ja in die andere Richtung hier. Ich muss das Ding möglichst weit rechts treffen. Heißt, ich habe die Möglichkeit, mit dem Ding hier weit in die Richtung zu gehen. Das ist natürlich jetzt Schwachsinn. Nee. Das höchste Punkt, den ich erreichen kann, ist das. Der am weitesten vorne ist, ist das. Und Moment. Was kann ich hier jetzt noch machen? Ach, da oben, einer fehlt jetzt noch. Okay, jetzt muss ich eigentlich nur noch hier mit der Kugel rumspielen. Ja, drei. Okay, machen wir es mal so. Ja, komm schon. Ja, also. Boah. Einen habe ich sogar noch. Ich ziehe das wieder durch. Mal gucken. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nächste nicht ganz so lange dauert. Oh. Das war halt einfach so eine Arbeit. Es ist so, da ein kleines Stück hin, da ein kleines Stück hin. Nee, das passt wieder da nicht. Okay, jetzt gehen wir wieder dahin und jetzt. Oh. So eine Millimeterarbeit war das einfach. So, jetzt haben wir hier die Belagerung. Diese grimmigen, schwer bewaffneten Soldaten müssen daran gehindert werden, den Tempel anzugreifen. Vielleicht ist es ja der Medusa-Kopf hilfreich. Okay. Erstmal passiert irgendwas. Ja, okay, die fahren bis nach hier vorne. Das heißt, hier muss ich irgendwie den Laser hinbekommen. Oder habe ich... Ach, der Medusa-Kopf macht da schon was. So, ich brauche... Das geht dahin, das ging dahin, das ging dahin.
Gehen die alle? Der geht nach unten, der geht nach unten und der geht nach rechts. Okay. Dann haben wir das schon mal. Spaltet einen Laser in zwei auf. Kann ich den hier irgendwie? Nee. Muss ich gerade mal gucken. Also ich muss dann das noch drehen, ich muss das noch drehen. Ja, müssen wir mal gucken. Erstmal muss ich hier irgendwie den Laser umgeleitet bekommen. Das ist aber gar nicht mal so einfach. Ich könnte ihn hier irgendwie umleiten, aber das bringt mir ja nichts, oder? Moment. Hätte hier noch was zum Drehen? Daher bringt mir aber ja eigentlich nichts, oder? Nee, das hier ist irgendwie sinnfrei. Ich meine, ich könnte prinzipiell, kann ich jetzt hier noch was hinstellen und dann dreht sich das lila nicht. Nein, da kann ich natürlich nichts hinstellen. Ja, okay. Ja. Ich halte die einfach auf. Ha, guckt, ich hab's ja aufgehalten. Okay, lassen wir das. So würde ich schaffen. Passiert denn irgendwas, wenn ich lila drehe? Außer dass sich hier nichts mehr tut? Nee, nicht wirklich. Was passiert da eigentlich? Das ist gar nicht mal so schlecht. Das hier kann ich dann noch machen. Brauche ich noch irgendwie, muss ich jetzt noch gelb treffen. Kann ich irgendwo noch gelb treffen? Da oder so? Ach nee, rot dreht sich aber ja noch nicht. Rot dreht sich ja erst, wenn ich gelb gedreht habe. Shit. Problem ist, wenn ich das Ding hier hin mache, dann passiert ja einfach gar nichts. Passiert denn, wenn ich das hier vorher drehe schon? Habe ich hier irgendwo einen Platz, um Geld noch zu drehen? Warte, ich muss das Ding mal hier anhalten, nicht, dass er irgendwann sagt, ja, hier, jetzt ist Ende. Geht ja hier drauf, dann splittet der das nach oben, nach unten. Hier splitte ich das noch mal auf. Den hier brauche ich hier eigentlich so gar nicht. Eigentlich. Wäre das hier das Optimale? Das Problem ist nur, damit kann ich das Ding hier nicht mehr treffen. Wenn ich das Ding hier hinter nehme, ich stelle, dann splittet er sich ja nach oben auf, dann müsste der hier lang gehen, splittet sich nach unten auf und trifft das hier. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Haha. Stopp. So. Ich weiß noch nicht, wofür der Spiegel ist.
Der Spiegel ist hierfür. Ich dachte gerade, ich hätte was über, aber nein, habe ich nicht. Wie ich das hier unten nicht gesehen habe. Die ganze Zeit habe ich das hier nicht gesehen. Das gibt's doch nicht. Warum habe ich das denn nicht gesehen? Okay, also, ja. Intelligenzbestie würde ich jetzt einfach mal leider ganz stark behaupten, bin ich wohl eher nicht. Nachdem ich gesehen habe, wie lange ich hier für den Meisterfotografen gebraucht habe. Wobei, vielleicht bin ich eine Intelligenzbestie, aber bin einfach kein guter Fotograf. Ich würde sagen, dabei belassen wir es. Ich bin eine Intelligenzbestie, aber fotografieren liegt mir nicht. Leute, wenn es euch gefallen hat, dass mal wieder eine Folge Crazy Machines kam, würde ich mich sehr über einen Daumen freuen. Ja, mal gucken. Ich werde jetzt mal schauen. Irgendwie habe ich jetzt am Wochenende habe ich Lust, ein bisschen aufzunehmen. Vielleicht schaffe ich da ja noch die ein oder andere Folge Crazy Machines, dass über die Woche mal wieder ab und zu eine Folge kommt. Versprechen tue ich aber nichts, weil, wie gesagt, wissen tue ich es noch nicht. Dementsprechend bedanke ich mich jetzt noch einmal bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!